Ab dem 1. Dezember wird in den Sylter Ostdörfern eine schöne Tradition gepflegt, der lebendige Adventskalender. Jeden Abend trifft man sich bei einer Familie bis zum 23. Dezember und öffnet symbolisch ein neues Türchen im Kalender. Am Dienstag waren die Nielsens in Morsum die Gastgeber. Es wird gemeinsam gesungen. Es gibt Schmalzbrote, Glühwein und Punsch. Pastor Schulz von der Evangelischen Kirchengemeinde liest in diesem Dezember jeden Abend ein Kapitel aus dem Buch Unglaubliche Weihnachten. Der lebendige Adventskalender ist eine schöne Art, die vorweihnachtliche Zeit gemeinsam und besinnlich zu verbringen und steigert die Vorfreude auf das kommende Weihnachtsfest.